Schau mal, schön, liebe Leute, willkommen zurück zu einer Folge Backen Kießen. Faktisch, wir haben Hühnchen auf den Arsch, aber zuerst nehmen wir mal den Klangkrieg auf. Ja, wir haben in diesem Fall gegen ein paar, was waren das nochmal? Chinesen, Japaner, keine Ahnung, gekämpft. Ja. Gehen wir mal zur ersten erfreulichen Nachricht. Wir haben gewonnen. 12 Minuten noch, geil. So, gehen wir zur zweiten erfreulichen Nachricht. Der Boss hat es als Nummer 7 geschafft. Der Nummer 1, welche zwei Rathäuser über ihm steht, 50% Schaden zu machen und hat uns da noch einen Stern rausgeholt. Boah, da bekommt in diesem Klangkrieg so unglaublich viel Loot, das ist einfach nur krass. Gucken wir uns das mal an. So. Also was er da schon geleistet hat, ist krass. Er hatte ein, ja, er hatte ein gutes Gewicht zwischen Dragon und den Mages und den Boogies gehabt, sieht man ja auch. Der hatte ja insgesamt nur so außen herum ein wenig angekratzt. Ansonsten hätte er es aber auch nicht schaffen können. Niemand hätte es anders schaffen können. Außer der Gabelhelm vielleicht, aber der Gabel hat gemeint, er will noch ein paar Sachen upgraden und dann wird er auch mal dort die eins versuchen. Bis jetzt ist er nämlich ja außerhalb unserer Einordnung. Na gut, bis er sich da eingefunden hat in Ordnung, haben Jan, Frecky und ich auch noch ein gutes, ja, schon ein paar gute Truppen bei Rathaus 8. Der Frecky hat ja schon ein paar Truppen, aber keine guten Truppen. Und ja, und ich bin gerade insgesamt erst auf Rathaus 8, klar, ich bin gerade insgesamt erst auf Rathaus 9 am Upgraden. Ich kann mir dann sofort auch noch die Queen holen und alles. Und ja, Fail, das wollte ich nicht, das wollte ich. So, und ja, da, wenn der Gabim verkackt, können der Jan, der Frecky und ich auch vielleicht so ein bisschen was aufräumen noch. So, dann gucken wir uns mal den Angriff auf die zwei an. Das kam vom Gabelhelm. Da, oh! Er hat ihn dann angegriffen. Wir stehen unter Beschuss, Leute. So, das gucken wir uns mal an. Ich werde angegriffen von der Nummer 5. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ich werde von Dennis' Nummer angegriffen, wenn ich mich nicht irre. So, guckt euch hier meine athletische Base an. Mal gucken, was hat er. Ah. Gohokui. Nutzt der. Nee, das werde ich nicht standhalten können. Das ist... Wobei, der hat nur die Wizards auf 4. Das wird interessant. Er hat auch keinen einzigen Packer dabei. Na gut, erstmal, Leute, muss er in der Klangburg vorbeikommen. Ja, da kommt schon der erste Hockok. Ja, komm. Komm. Okay, der benutzt Yogi ist nicht für das, was ich erwartet habe, was er benutzt. Aber die 24 Mages, die könnten... Oh, ich habe gerade kein Internet. Ich cutte, bis das Problem beseitigt wird. Bis gleich. So, Leute, er hatte jetzt hier fertig angegriffen. Ich konnte leider nicht wieder einsteigen, nachdem hier das Spiel abgestürzt war, wegen halt dem Internetabsturz. Also, ich bin geflogen, das ist nicht abgestürzt, keine Sorge. So, dann gucken wir uns das mal an. Hier, ein Stern hat er nur bekommen mit 63%. Ja, ich glaube, ich habe hier auf jeden Fall nur eine Three-Star-Base mitgeschaffen. Dann gucken wir uns das mal in aller Ruhe an hier. Und ich werde es etwas verschnellern. Ich bin mal gespannt, woran er gescheitert ist. Ah, er hat zwei Giftzauber benutzt. Bringt das eigentlich überhaupt was? Ich weiß es nicht. So, ob zwei Giftzauber auf einmal was bringen. Da, jetzt hat er den Heilzauber gesetzt. Okay, ich bin mal gespannt. Ja, die Hoggies haben letztendlich kaum was ausgewirkt. Also Leute, ich glaube, hiermit habe ich auf jeden Fall neue Three-Star-Base geschaffen. Ah, der hat eine Hexe in der Klarenburg. Und zwei Magier, Max. Das ist krass. Ja gut, die Golems wurden letztendlich aber auch wirklich nutzlos, weil sie nicht in dieselbe Richtung gegangen sind wie der ganze Rest. Aber gut, Leute, ich glaube, hiermit haben wir eine neue Anti-Three-Star-Base geschaffen. Geil. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein neues Achievement. Jo. Na gut, der hat aber, ich glaube, er hat es letztendlich nur gemacht, um noch überhaupt ein wenig Loot zu bekommen. So, dann, wo waren wir stehen geblieben? Bei Gabelhelms Angriff auf Nummer 2. Da hat er wieder so einen epischen Luni-Angriff gemacht. Pusch, komm, gucken wir uns das mal an. Oh, ein Loon. Zum Klamburg-Loggen. Da. Es. Oh, das Spiel schließt sich in 15 Minuten für eine kurze Wartungspause. Okay, auch schön, das in der Aufnahme hier zu haben. Nee, in 5 Minuten. Och nee, dann werden wir das Video gar nicht zu Ende bekommen. Doch, doch, kriegen wir zu Ende, schaffen wir. So, ihr könnt euch ausmalen, wie der restliche Angriff ist. Da müssen wir als hier uns ein wenig beeilen. So, komm, gucken wir uns mal. Boah, hätte ich jetzt die Zeit nicht verschwendet für den Angriff auf mich noch. Aber gut, das war halt fast live. Das muss halt drin gewesen sein. So, komm, vierfache Geschwindigkeit. So.
Ja, also ich verstehe nicht, wie er es schafft, mit Giftzauber und Bogis in den Drachen zu töten. Ich brauche dafür mal mindestens 3 Mages. Aber gut, manchmal ist der Bogen halt stärker als die Magie. Dann jedenfalls ist er wohl auch ein Easy Three-Star mal wieder. Wie auch nicht anders erwartet von Gabriel, wäre peinlich, wenn nicht. Ja gut, also Truster, das reicht eigentlich schon meistens. So, da ging sein Hero leider doch noch down. Ah ja, nicht wundern, er hat jetzt nicht die Queen dabei. Die ist gerade am Open. So, dann, wir müssen uns beeilen. Schnell, schnell, schnell. Hier auf Kid City, der Angriff von Dennis. Die Nummer habe ich verkackt, weil meine Golems da außen herumgegangen sind. Ich bin nämlich schon hier unten gegangen, während der Dennis von hier oben gegangen ist. So, und ja. Das hier ist ein sehr guter Troll. Unten der Teil. Also, dass man da nicht so einfach durchkommt, damit hätte niemand gerechnet. Aber der Dennis, der hat es geschafft. Dennis ist ein richtiger löblicher Member. Ein richtiger löblicher Member, ein richtig löblicher Member. So. So, den Rest könnt ihr euch ausmalen. So, wir stehen unter Zeitdruck. Ich hasse das. So, hier Wiederholung. So. Komm. So, wer hat den angegriffen? Ach so, der Fracky. Ja, genau, stimmt. So, auf meinen Befehl hin. Ja. Aber dass er den Twister schafft, damit hatte niemand gerechnet. Also nicht mal der Fracky selbst hatte der gemeint. Ja gut, aber es ist halt schon möglich. Er hat halt noch die Queen und alles. Und hat noch einen Level 3 Packer von mir bekommen. So, den Rest könnt ihr euch ausmalen. Dann gucken wir uns mal den Jan auf die Nummer 6 an. Da habe ich auch verkackt mit genau 99%. Ich habe hier oben nämlich das übersehen. Ich hätte eigentlich noch einen Barbaren setzen sollen, aber habe das nicht gesehen. Das ist traurig gewesen. So, ja, also in diesem Klangkrieg habe ich irgendwie nichts gebracht. Außer vielleicht ein bisschen Grenadiers- und Spionagearbeit. Jan hat ja letztendlich aber den Tree-Star auch geschafft ohne die Golems, weil er muss jetzt ja auch sparen für Queen. Krass, die scherzen sich eigentlich alle mit dem Delex tun. Ich meine, ich habe damit keine Probleme, aber wenn die so sehr so viele Probleme damit haben. Na gut, egal. Es gibt halt Leute, die haben bei dem Angriff mehr Glück als ich und manche, die weniger Glück als ich haben. So, dann gucken wir uns hier den Angriff an. Von dem Boss auf seiner eigenen Nummer, das wird glaube ich ein Tree-Star. So. Ja, Boss ist auch geskillt. Der hat aber auch in diesem Klangkrieg jetzt einen Heldenrang bekommen. Einmal ist ja. Normalerweise muss man halt konstant gute Leistung bringen, aber hat einmal den 3 Stern auf seine eigene Nummer gebracht und dann hat noch den 1 Stern auf die Nummer 1 gebracht. Da braucht man glaube ich nicht konstant bleiben. Und mir ist auch aufgefallen, der Boss ist insgesamt in jedem Klangkrieg gut mit dabei. So, dann gucken wir uns jetzt hier. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Müssen wir noch eine Anzeige einfügen. So. Ja, Fracky auf die Nummer 8. Wusch, wusch. Das ist eigentlich so eine Truppenverschwendung. Aber gut, ich habe den Angriff angeordnet. Also, ich beschwere mich nicht darüber. Das wäre auch unsinnig. Wenn ich meinerseits sage, dass er es tut, und andererseits meine, das ist eine Truppenverschwendung. So. Aber es ist auch interessant, weil in diesem Klangkrieg, nachdem der Boss die Nummer 1 geschafft hat mit einem Stern, wollte so ziemlich jeder andere noch die Nummer 1 machen. Also hätte ich den gar nicht gebändigt, da hätten wir den Klangkrieg noch dran verloren. So, dann hier der Manny auf die Nummer 9. Wenn man Gift zaubert, ist das so einfach. Aber ansonsten ist Valkyrie einfach nur ein menschliches Vieh. Valkyrie ist wirklich schwer zu besiegen, ob man es nur glaubt oder nicht. Also eine Offensive, darüber haben der Galo und ich gestern noch im TS gesprochen, als wir den Clan-Krieg durchgeplant haben, ist die Valkyrie wirklich nutzlos. Dafür hat sie viel zu wenige Leben. Die ist so etwas, die kann alles und auch nichts. Zitat vom Gabelhelm. Aber in der Defensive ist sie wirklich ein Monster, zumindest bei den niedrigeren Rathäusern. So, dann gucken wir uns noch die Nummer 10 an, dann sind wir durch. So, komm, das passt noch, das kriegen wir noch. Ah ja, genau, das hier ist krasse Glowstone-Action. Die habe ich mit dem jetzt mal Glowstone-Account gemacht. Und, oh, da fehlt wieder das Internet. Schade. Komm, das muss wieder kommen, noch bevor ich rausfliege. Ja, entweder das Internet fehlt jetzt oder der Server geben keinen Response, weil das Spiel jetzt geschlossen wird.
Okay, gut, es lag daran, dass die Server gewartet werden. Okay, Leute, ihr könntet euch aber, ja gut, wir haben es auf jeden Fall recht gut geschafft, ja, den Überblick über alles zu zeigen. Dann, wir sehen uns wieder beim nächsten Klangkrieg oder auch schon bei der Heaven's End Folge. Ach ja, sorry, dass diese Woche keine Folge Heaven's End kommt. Die kommt nächste Woche. Das lag einfach daran, dass ich Pokémon Y gesuchtet habe. Ja, ein geiles Pokémon-Spiel. Naja, gut, bis dann. Ciao.